Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video von mir hier auf Mach mal Rosa. Es ist mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht, denn im Juli habe ich das ausgesetzt und jetzt ist der August auch schon durch und es hat sich tatsächlich auch mal ein kleines bisschen mehr angesammelt, aber immer noch nicht mega viel. Ich weiß halt nicht, wie die anderen immer so viel ansammeln. Ich verbrauche nicht so viel. Ich würde sagen, ich zeige euch, was ich diesen und letzten Monat aufgebraucht habe. Bleibt jetzt dran. Erstmal vorweg dieses Riesenteil hier von Höfer Chemie Isopropanol 99,9%. Das benutze ich immer beim Nägelmachen als Cleaner. Das ist einfach Alkohol und zwar extrem hochprozentig. Der ist einfach zum Reinigen gedacht, entfettet halt extrem und ist halt auch zum Cleanern ganz gut. Ich habe mir den nachbestellt, weil ich den vollkommen in Ordnung finde. Preis-Leistung hatte da auch ganz gut gestimmt. Ich habe diesmal so einen Riesenkanister. Ja, und damit bin ich schon extrem lange ausgekommen. Also seitdem ich Nägel mache, ungefähr habe ich den. Und jetzt habe ich mir nochmal eine große Größe bestellt. Das wird mir in den nächsten Jahren erstmal reichen. Ich packe euch den Link dazu unten in die Videobeschreibung. Dann, falls ihr sowas auch sucht, könnt ihr euch den nachkaufen. Dann natürlich wieder ein Klassiker hier in meinen Aufgebraucht-Videos von Schwarzkopf Drei-Witter-Taft Powerful Age Haarspray in der Stärke Mega Stark 5. Genau diese Sorte kaufe ich eigentlich am liebsten. Taft Haarsprays kaufe ich generell auch sehr gerne. Die sind nicht so nass beim Aufsprühen. Die sprühen relativ fein. Die machen die Haare crunchy, aber ich muss bis jetzt noch ein Haarspray finden, was die Haare nicht crunchy macht und trotzdem fest betonieren kann. Das ist ja ein Widerspruch in sich eigentlich, ne? Deswegen bleibe ich dabei, ist auch noch kostengünstig, also da stimmt irgendwie so alles so ein bisschen und werde ich immer wieder nachkaufen, ihr wisst. Dann habe ich hier ein Duschgel, wo sich tatsächlich noch ein bisschen angesammelt hat mit der Zeit, aber das war es mir nicht wert irgendwie. Also ich könnte ja jetzt noch auf Krampf alles rauskratzen. Von Bevola Grapefruit and Sandalwood Duschgel. Das ist tatsächlich vom Kaufland. Irgendwann brauchten wir mal ganz dringend Duschgel und dann habe ich das einfach mitgenommen. Ja, geruchstechnisch, es riecht ganz frisch, aber nach einer Zeit hatte ich das Gefühl, ich wasch mich mit Spülmittel irgendwie. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, so ein fruchtiges Spülmittel. Es hat mich sauber gemacht, auf jeden Fall, aber es war jetzt auch kein Duscherlebnis oder so und deswegen kann es jetzt weg. Dann habe ich hier auch noch von Linola das Forte Shampoo mit wertvollen Linolsäuren. Ist halt auch wieder, ne, gegen Schuppen und so weiter. Benutze ich, also ist schon aufgebraucht, benutze ich jetzt gerade auch noch weiter. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, wirkt es oder wirkt es nicht. Bei dem hier hatte ich das Gefühl, das hat geholfen, sonst hätte ich es nicht nachgekauft. Aber wie gesagt, ihr kriegt nachher nochmal eine große Review in einem Sammelvideo, wo ich alle möglichen Apotheken-Shampoos auch noch aufliste. Falls ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr, wovon ich spreche. Falls nicht, verlinke ich euch das jetzt hier. Aber das gibt es jetzt auch bei Rossmann in der Drogerie, habe ich gesehen. Deswegen, und da ist es sogar noch ein Ticken günstiger. Also wenn ihr das kauft, dann kauft es dort. Dann habe ich hier ein Produkt. Da habt ihr alle schon sehr drauf gewartet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das tropft. Sieht auch schon sehr mitgenommen aus, weil es so lange in meiner Dusche stand. Von Kérastase, das Résistance, die Haarmaske. Ich gehe jetzt nicht den Namen nochmal komplett durch, weil es französisch ist. Da sind 200 Milliliter drin gewesen. Und am Anfang, also bei der allerersten Benutzung, dachte ich erst, was ist das denn? Weil als ich das auf die Haare aufgetragen habe, hat das sich nicht so dick und reichhaltig angefühlt wie die Haarmasken, die ich sonst benutzt habe, sondern eher ja so eher wie eine Spülung, so ein bisschen leichter, würde ich sagen. Und dann habe ich es ausgewaschen und dann waren meine Haare richtig schön geschmeidig und weich. Also es ist leider echt gut. Ich sage das ungern, weil es so unverschämt teuer ist. Aber ja, ich mochte es sehr. Der Duft war auch schön. Es war mir aber gar nicht so wichtig. Wichtig war mir eigentlich nur die Pflegewirkung. Und die war halt leider sehr, sehr gut. Ich werde es mit Sicherheit nochmal nachkaufen. Ich habe jetzt gerade noch ein anderes Produkt in Benutzung, was ich ausprobiere. Und das wird sich irgendwann wieder bei mir finden. Je nachdem, ne? Mal hat man weniger Budget, mal mehr. Und dann guckt man, was man sich gönnt. Mit diesem Produkt nerve ich euch auch schon in allen meinen Aufgebraucht-Videos. Das taucht eigentlich immer wieder auf von Rexona. Hier habe ich das Shower Fresh Deo Antitranspirant. Ohne Antitranspirant geht es bei mir nicht und ich bin froh, dass ich einfach nur so ein stinknormales Antitranspirant brauche und nicht irgendwie was noch heftiger ist. Ja, es sind Aluminiumsalze enthalten, sonst wäre es ja kein Antitranspirant, aber es hilft auch wirklich. Also ich kann diese Achselnässe sonst überhaupt nicht ertragen. Ich habe schon alle möglichen Deos ausprobiert und habe mir gedacht, naja, im Winter schwitzt man ja nicht mehr und so. Und dann,
Ich sag so, das war keine gute Idee. Auf jeden Fall kaufe ich die immer wieder nach, sind auch wirklich günstig eigentlich, also ziemlich normal. Und entweder ich kaufe die dunkelblaue Sorte hier Shower Fresh oder es gibt auch noch hellblau Cotton Fresh. Das sind beides die Antitranspirant-Sorten. Ich wünschte mir, die kämen mit mehr Duftrichtung noch raus. Einfach, wenn man ab und zu ja auch Lust hat, mal was anderes auszuprobieren. Und ja, ich liebe sie. Als nächstes habe ich von Origins die Ginseng Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff. Das ist meine absolute Lieblingsaugencreme. Das hier ist nochmal ein noch kleinerer Tiegel als sonst, weil das in einem Geschenkset mal mit drin war. Und ja, ich habe sie weiterhin sehr gerne benutzt. Das hat sich natürlich extrem schnell aufgebraucht, weil es so eine ganz, ganz kleine Größe ist. Aber dennoch war das Produkt genauso gut. Ich werde sie immer wieder nachkaufen. Ich brauche jetzt gerade, ich habe mir jetzt vorgenommen, keine neuen Pflegeprodukte zu kaufen und keine neue dekorative Kosmetik. Wobei ich dekorative Kosmetik generell nicht mehr neu kaufe, weil ich sie auch kaum noch benutze. Also ich schmink mich fast nur noch für meine Videos oder wenn mal was Besonderes ansteht. Und ja, jetzt will ich erstmal alles aufbrauchen und dann will ich mir nur noch Basics kaufen, von denen ich überzeugt bin. Bei Pflege werde ich bestimmt immer wieder was ausprobieren, aber bei Kosmetik ist es, also bei dekorativer Kosmetik ist es einfach so, ich finde, es kommt nichts richtig Spannendes mehr auf den Markt. Wie soll ich das erklären? Ich fiebere gar nicht mehr so mit, freue mich gar nicht mehr so über neue Produkte. Ich bin auch ehrlich gesagt auch nicht mehr so gut informiert über neue Produkte, aber ich finde auch, dass nichts mehr meine Aufmerksamkeit so richtig packt, einfach weil der Markt so überflutet ist mit ständig neuen Produkten. Man weiß gar nicht, wo einem der Kopf steht. Und jetzt bin ich erstmal so an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, okay, weißt du was, du hast schon so viel, brauch es erstmal auf, nach und nach. Und dann kaufst du dir was, worauf du wirklich Bock hast. Also zum Beispiel gibt es so ein paar Foundations, die ich einfach immer gut finde. Wie zum Beispiel von Make Up For Ever, die Ultra HD Foundation und so weiter. Und deswegen habe ich mir selber so ein kleines Kaufverbot ausgesprochen. Habt ihr auch schon mal ein Kaufverbot gegen euch selber ausgesprochen? Und was habt ihr euch verboten zu kaufen? Also war das jetzt auch dekorative Kosmetik oder ganz speziell nur, weiß ich nicht, nur Nagellacke, nur Lipglosse, sonst nur irgendwas? Lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen, das würde mich mega interessieren. Auf jeden Fall, ja, die habe ich aufgebraucht. War super, weiter geht's. Dann habe ich hier von Catrice auch noch den Liquid Camouflage Concealer. Ich glaube, den kennt jeder, den liebt auch jeder. Er ist auch wirklich gut. Ich hatte hier die Farbe 020 Light Beige und die war mir ein bisschen zu gelb, zu beige. Aber ich glaube, als ich das damals gekauft habe, gab es meinen Farbton nicht und das war dann meine Alternative. Wie man sieht, schon ziemlich aufgebraucht. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Hier ist es eigentlich ziemlich leer. Und ich werde ihn bestimmt mal wieder nachkaufen, aber wie gesagt, jetzt erstmal nicht. Und dann habe ich hier noch von Essence den Tiny Tip Precise Brow Pen. Den habt ihr auch in meinem Favoritenvideo schon... Was zum Teufel? Den habt ihr schon in meinem Favoritenvideo gesehen. Boah, sorry, ich musste so husten. Der hat so eine Filzstiftspitze, die sehr fein ist, die sehr fein malt. Ja, ist leider schon fast trocken. Der Farbton gefällt mir sehr gut. Also ich habe die Farbe 01 Blond genommen und meistens ist es ja so, in der Drogerie, aber auch bei High-End-Marken, dass Blond meistens immer noch irgendwie zu aschig aussieht oder zu dunkel, zu braun, zu grau auch teilweise. Manchmal ist der Unterton einfach zu grau. Manchmal ist er auch immer noch zu rot. Das gibt es auch und es ist super schwer als heller Hauttyp was Passendes zu finden. Genauso wie für dunkle Hauttypen ist natürlich auch super schwer, was Passendes zu finden. Also die mittlere Range ist ja meistens sehr ausgeprägt und das ist sehr, sehr schade. Aber ich bin schon froh, dass viele Marken sich da der Sache auch annehmen. Auf jeden Fall passt der hier aber vom Farbton sehr, sehr gut bei mir persönlich. Ne? Jetzt gerade bin ich ja auch eher so ein bisschen dunkelblond-braun. Nicht mehr so blond wie vorher und dementsprechend gleiche ich auch immer meine Augenbrauen ein bisschen an. Sieht sehr natürlich aus, man kann damit schöne, feine Striche malen. Die Augenbrauen sehen dadurch auch echt fluffy aus und hübsch, wie ich finde. Also kann ich euch ans Herz legen und ist auch noch super günstig. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich jetzt riesig über einen Daumen hoch freuen. Abonnier doch auch gerne schon mal meinen Kanal, dann verpasst du keine weiteren Videos von mir. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dich hier wiederzusehen. Unsere kleine, süße Mach mal rosa Community wächst stetig, langsam aber sicher. Und das macht mich echt sehr stolz und glücklich. Und ich freue mich wirklich über jede und jeden einzelnen von euch. Deswegen, ja, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.